Majestätisch erhebt sich auf der bewaldeten Höhe des Wiehengebirges das Porta-Denkmal. Herrlich und immer wieder reizvoll ist der Blick von seinen Ring- und Hochterrassen auf den Jakobsberg mit dem Fernsehrelaispunkt Bismarckturm und die ruhig dahinfließende Weser. Gemächlich ziehen gigantische Schlepper ihre schweren Lastkähne an schönen Ufern vorbei Weser abwärts und führen uns zur Stadt am Strom. Dort ist sie, die alte Fischerstadt, die heute schon tausendjährige Stadt Minden, mit ihrem aus dem 14. Jahrhundert stammenden Bürgerhaus und ihren stillen, engen Gassen und malerischen Winkeln. Wenn diese aus der Vergangenheit erzählen könnten. Aber das sagt uns sicher das wiederaufgebaute Museum, die kunst- und kulturhistorische Fundgrube Mindens. Aber Minden ist nicht nur eine kulturhistorische Stätte, sondern sie entwickelte sich mehr und mehr in gewerblicher und industrieller Richtung und verstand es, weiten Kreisen der Bevölkerung Arbeit und Brot zu geben, indem sie nennenswerte Industriezweige in ihren Raum zog. Wie hier zum Beispiel das bedeutende Industriewerk Schoppe und Faeser. Hier sind wir auf dem neuen Fabrikgelände von Schoppe und Faeser. Seit 1945 arbeiten hier eine Reihe von Wissenschaftlern und Experten an der dankbaren Aufgabe, die hochentwickelte Technik der früheren Rüstungsindustrie den friedlichen Zwecken des deutschen Wiederaufbaus nutzbar zu machen. Hier entstehen nach der feinmechanischen Bearbeitung auf hochgenauen Spezialmaschinen Geräte, mit denen man Großkraftwerke automatisch mit einem besseren Wirkungsgrad steuern kann, als dies dem Menschen von Hand aus möglich ist. Daneben werden Hochfrequenzgeneratoren für verschiedene Industrien, Induktionshärteanlagen und hochempfindliche Prüfgeräte hergestellt. Eine solch schwierige Fertigung verlangt einen Stamm ausgesuchter Mitarbeiter, für dessen Nachwuchs in einer eigenen Lehrwerkstatt gesorgt wird. Nach zweijähriger gemeinsamer Arbeit von Ingenieuren und Facharbeitern entstand diese Großrechenanlage. Sie löst Probleme der höheren Mathematik mit Hilfe elektrischer und feinmechanischer Aggregate in kürzester Zeit. Ein ganzer Stab qualifizierter Mathematiker brauchte bisher Monate für die Lösung solcher Aufgaben. Diese Leistung von Schoppe und Faeser wurde 1953 durch Verleihung des Großen Preises in Düsseldorf anerkannt. Anerkennend ist auch das sich um die Stadt gruppierende Industrieviertel. Bedeutend für die Wirtschaft Mindens ist die Überführung des Mittellandkanals über die Weser, das größte Brückenbauwerk der Binnenschifffahrt in Europa. Wie schon in früheren Jahrhunderten der Strom Minden zu wirtschaftlicher Blüte verhalf, liegt auch heute, dank der geografischen Lage am Wasserstraßenkreuz und in der jetzt bestehenden Großschifffahrtsverbindung zum Nordseehafen Bremen, hier eine neue, hoffnungsvolle Entwicklung. Und eng verbunden mit der Entwicklung Mindens und der Wirtschaft ist das Bankwesen. Ein wichtiger Faktor Mindens ist die Stadtsparkasse, die sich seit ihrem Bestehen einer außerordentlichen Entwicklung erfreut. Hier löst jeder Notenwechsel eine Kette wirtschaftlicher Maßnahmen aus. Es ist der Stadtsparkasse ein besonderes Anliegen, die Besucher rasch und zuverlässig zu bedienen. Ihre Hauptsorge gilt in erster Linie der Pflege und Förderung des Spargeschäftes, das die Grundlage zur Gewährung langfristiger Kredite bildet. Wie sich aus kleinen Einzelbeträgen, wie auch aus der Sparbüchse dieses kleinen Mädels, das Kapital des Sparers aufbaut, so wird die Voraussetzung zur Hergabe langfristiger Darlehen für den Wohnungsbau geschaffen. Da der Scheck- und Überweisungsverkehr ebenso wie das kurzfristige Kreditgeschäft immer größeren Umfang annehmen, lässt die Stadtsparkasse diesen die gleiche Sorgfalt angedeihen wie dem Spargeschäft. Hier wurde gerade ein Scheck von einem Kunden überreicht. Nach Prüfung wird der Scheck mit dem Fließband zur weiteren Bearbeitung durch die einzelnen Abteilungen geleitet. Hierdurch wird dem Kunden langes Warten erspart. Eine Effektenabteilung steht für den An- und Verkauf von Wertpapieren beratend zur Verfügung. Die Außenhandelsabteilung dient der Vermittlung von Ex- und Importgeschäften sowie der Beschaffung von Devisen für Auslandsreisen. Eine moderne Stahlkammer schützt ihre Wertsachen vor Verlust durch Feuer und Diebstahl. Eine willkommene Einrichtung für die Reisezeit. Hier, wie überall, stehen fachlich geschulte Kräfte zur Verfügung, um alle Wünsche der Kunden auf das Beste zu erfüllen. Inzwischen ist der Scheck zur Kasse gelangt und das Geld ausgezahlt. Neben
neben den vielfältigen Führungsaufgaben, die an die Leitung eines großen Kreditinstitutes gestellt werden, betrachtet die Direktion als eine ihrer wichtigsten Aufgaben die Beratung ihrer Kunden zwecks Hergabe langfristiger Darlehen für den Wohnungsbau. Deshalb nochmals, sparen bei der Stadtsparkasse Minden. Und auch Sie sind in der Lage, glücklicher Besitzer eines Eigenheimes oder einer schönen Wohnung zu werden. Und beim Anblick dieser herrlichen Wohnstätten denkt man an die Einrichtung seines eigenen Heimes und an das gegenüber der Marienkirche, ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt, liegende Einrichtungshaus Rohnicke. Geschmackvoll gestaltete Ausstellungsräume wie dieser Rohnicke Möbelpavillon zeigen uns die Möbel und Einrichtungsgegenstände so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wohin das Auge auch schaut, in vier Häusern und vielen Stockwerken überall eine riesige Auswahl formschöner und preiswerter Qualitätsmöbel aller Art. In antiken Stilformen ebenso wie in moderner Linienführung. Seien es die modernen und beliebten Wohnzimmerschränke sowie praktische und formschöne Anbaumöbel. Oder aus der großen Auswahl eine Küche, der Wunsch und Stolz einer jeden Hausfrau. Vielleicht auch eine wunderschöne, gut gepolsterte Bettcouch. Alles in bester Qualität, das oberste Gebot des Hauses Rohnicke. Polstermöbel, sei es auch in der schwersten Ausführung, werden nach ihren Wünschen in der Polsterei von Rohnicke an der Hufschmiede angefertigt. Musterringmöbel und Möbel deutscher Werkarbeit überraschen durch ihren ansprechenden Stil und tadellose Verarbeitung. Rohnicke führt sie im Alleinverkauf. Folgen wir doch einmal diesem Brautpaar, das sich bestimmt nicht zum ersten Male verabredet hat, die Einrichtung für das künftige Heim bei Rohnicke auszuwählen und später auch zu kaufen. Und sei es bei bequemster Zahlung bis zu 24 Monatsraten. Die niedrigen Preise und die Qualität bei Rohnicke sind verlockend. Und dieses Brautpaar machte es richtig. Sie kauften gleich gute und schöne preiswerte Möbel von Rohnicke Söhne. Nach der Auswahl bringen ihnen die Lieferwagen die Möbel nach allen Richtungen frei ins Haus. Die seit 100 Jahren bestehende älteste Mindener Möbelfabrik Rohnicke Söhne stellt die zu den führenden Erzeugnissen gehörenden Rohnicke Modelle her. Neben bedeutenden industriellen und gewerblichen Unternehmen sowie dem Sitz des Bundesbahnzentralamtes hat Minden Sehenswürdigkeiten, die jeden Besucher immer wieder begeistern. Wie hier das 1945 teilweise zerstörte, nach den Plänen von Professor Werner March wiederhergestellte Domkloster auf der Südseite des Doms oder weitere kunsthistorisch wertvolle Kirchenbauten. Auch moderne Zweckbauten fügen sich als eindrucksvolle architektonische Schöpfungen der Gegenwart in das Gesamtbild Mindens ein und schließen immer mehr die entstandenen Lücken der ständig wachsenden Stadt. Und da der Mangel groß ist, wird überall noch fleißig weitergebaut. Aber zu jedem Fleiß die erquickende Pause mit dem Mindener Tageblatt. Aus allen Teilen der Welt laufen über modernste Übermittlungsanlagen die wichtigsten Meldungen ein. Das Bedeutsamste zu erfassen und zu einem geschlossenen Bild des Tagesgeschehens zu formen, ist die Aufgabe des Redaktionsstabes. Die zusammengestellten druckfertigen Nachrichten und Artikelzeilen werden dann von flinken Händen auf zahlreichen Setzmaschinen getippt und in viele Tausende in Blei gegossene Zeilen geformt. Inzwischen setzen Handsetzer die Überschriften und Inserate. Nach den Anweisungen der Schriftleiter werden an den Arbeitsplätzen der Metteure in schneller Folge die Zeitungsseiten zusammengestellt. Nach einem vorherigen Korrekturabzug werden Sekunden später bereits die Seiten geprägt. Sehen Sie, hier ist schon eine fertige Marter. Noch ein prüfender Blick. Von den Martern, in die das Schriftbild eingeprägt wurde, werden in automatischen Gießmaschinen die für den Druck der Zeitung benötigten Platten gegossen. Immer mehr beschleunigt sich das Arbeitstempo. Der allnächtlich wiederkehrende Kampf um die Minuten erreicht seinen Höhepunkt. Platte um Platte wird auf die Zylinder der großen Rotationsmaschine montiert. Ein Druck auf den Knopf, die Maschine läuft. Tempo, Tempo. Der Druck des Mindener Tageblattes mit Bote an der Weser der großen, führenden, überparteilichen Zeitung in Minden und im Wirtschaftsraum des Mittelwesergebietes beginnt. Sie erscheint seit fast 100 Jahren im Verlag ICC Bruns. Das Mindener Tageblatt mit den meisten Familien- und MT-Kleinanzeigen sowie sämtlichen Geschäftsanzeigen ist als Heimatzeitung Mindens seit Generationen mit der Bevölkerung fest verwurzelt. In den Straßen der Stadt pulsiert der Verkehr im ewigen Rhythmus der Zeit, wie auch am Wesertor, dem Eingang zur Stadt. Und abseits des Verkehrs ein stimmungsvolles Bild. Ein Bild, dem sich niemand zu verschließen vermag, hier an den Ufern der Weser. Und am herrlich gelegenen Schwanenteich, sowie in den schattigen Parkanlagen,
finden die Bewohner Mindens Ruhe und Erholung. Und für die Besucher der Stadt sind diese Anlagen immer wieder reizvolle Anziehungspunkte. Aber ebenso anziehend ist ein Besuch im Textilkaufhaus Hagemeyer. Immer gut angezogen sein ist doch der Wunsch und Traum einer jeden Frau. Wenn man all die Kleider, Mäntel und Kostüme zählen sollte, die hier für Sie bereitgehalten werden. Ein Beispiel von vielen, ein flottes, gut sitzendes Kostüm. Oder dieser schicke Mantel, der auch dem Herrn offensichtlich zusagt. Aber auch für ihn persönlich hat Hagemeyer alles, was er sich wünscht. Ob er etwas wohlbeleibt oder außergewöhnlich schlanker Figur ist. Beim Kauf wird jeder zufriedengestellt. Auch am Herrenartikellager wird die aufmerksame Bedienung und freundliche Beratung bei jedem Einkauf geschätzt. Unsere Kleinen fahren auf dem Karussell, während Mutti hübsche und preiswerte Kinderkleidung auswählt. Nirgends fällt die Auswahl schwer. Hier wird es ihnen besonders leicht gemacht. Denn die Verkäuferinnen verstehen es, ihnen die Stoffe wie ein fertiges Kleid vorzuführen. Preiswerte Gardinen und Dekorationsstoffe erfreuen hier das Auge. Mit dem passenden Teppich zusammenwirkend machen sie ihre Wohnung zum behaglichen Heim. Diese gute Ausstattung und gepflegte Kleidung bietet in Minden seit 75 Jahren das fortschrittliche Textilkaufhaus Hagemeyer. Im Norden Mindens, gleich hinter der Mittellandkanalbrücke, nahe dem Wasserstraßenkreuz und dem großen Schleusenwerk mit seinen gigantischen Ausmaßen, wird seit bald 100 Jahren in der Aktienbrauerei Feldschlösschen ein gutes Bier gebraut. Wo es im Sudhaus in den großen Pfannen brodelt, da entsteht aus Hopfen und Malz die Bierwürze, die dann über das Kühlschiff und einen Berieselungskühler in die Gärbottiche geleitet wird, in denen durch Zusatz von Hefe das eigentliche Bier entsteht, das in Lagertanks langsam zur vollen Reife gelangt. In der Schwankhalle wird jedes Fass außen und innen gewaschen und gespült, sorgfältig ausgeleuchtet, auf Dichte geprüft und alsdann mit kräftigem Exportbier oder köstlichem Weserpilz gefüllt. Der Braumeister lässt es sich nicht nehmen, jeden Abzug auf Geschmack, Schaum und Glanz zu überprüfen. Kristallklar und steril aus dem Spülautomaten kommend, am Leuchtschirm kontrolliert von wachsamen Augen, laufen die Flaschen durch Abfüll- und Etikettiermaschinen, um mit ihrem Inhalt zu erquicken und durstigen Kehlen Freude zu bereiten. Liefer- und Lastwagen, wendiger und weitläufiger als die schmucken Pferdegespanne aus früheren, geruhsameren Zeiten, sorgen in unseren schnelllebigen Tagen dafür, dass jederzeit und überall wirklich kellerfrisches Bier erhältlich ist. Denn nur dann ist es, vom Wirt sachkundig gepflegt, so recht bekömmlich und verführerisch. Und wenn es wahr ist, dass der schönste Platz immer an der Theke ist, dann sind auch wohl diese wackeren Zecher hier zufrieden mit ihrem prachtvollen Feldschlösschenbier aus der alten Weserstadt Minden. Minden ist eine wirklich interessante Stadt. Und wer empfänglich ist für alles Schöne, was Minden zu bieten hat, wer die Natur liebt und wer die Stimme der lebendigen Gegenwart vernimmt, der wird uns recht geben, wenn wir sagen, Minden ist eine schöne und angenehme Stadt mit reizvollen Einkaufsmöglichkeiten. Möge ihr weiterhin Glück, Wohlstand und Frieden beschieden sein im ewigen Lebensrhythmus der Zeit.